Heute zeige ich dir, wie du diese Molekularanimation ganz einfach selber erstellst. So, ich begrüße euch zu diesem kleinen Molekular-Add-on-Tutorial. Das Add-on wurde ursprünglich von PyroEvil entwickelt und dann weiterentwickelt und die Bedienfunktion vereinfacht, und daraus ist hier das Molekular Add-on Plus entstanden, was die Bedienfunktion wesentlich einfacher macht als die Originalversion. Um das Add-on installieren, wisst ihr hier auf Molecular Plus Add-on auf GitHub. Und hier findet ihr von View3D Real und beigetragen von diesen Personen das Add-on frei zur Verfügung, und da würde ich jetzt auf das neueste Release gehen und je nachdem, ob für Windows, Mac das entsprechende Add-on herunterladen. Und hier könnt ihr natürlich auch finanziell etwas dazu beitragen, wenn ihr möchtet, um die Entwickler zu supporten. Ja, jetzt wieder in Blender könnt ihr das Add-on bei den Einstellungen Add-ons installieren und dann habt ihr hier das Molecular Plus Add-on, was ihr aktivieren könnt. Ich habe hier noch das alte von PyroEvil, funktioniert ebenfalls. So, jetzt haben wir das Add-on aktiviert. Jetzt können wir auf N drücken. Und dann sehen wir auch hier, dass das Add-on in der Leiste aktiviert ist. Nun können wir mit A alles auswählen und mit X dann löschen. Dann mit Shift A gedrückt können wir hier eine Plane einfügen als Boden und benennen es auch zu Boden. Dann skalieren wir, vergrößern wir diese Plane mit S und geben 10 ein. So wird die Plane 10 mal in dem Raster vergrößert, 1, 2, 3, 4, 5, 10 mal. Und bei den Physics können wir jetzt eine Kollision einfügen, damit die Partikel hier kollidieren und damit sie nicht so fest rumspringen, dämpfen wir den Boden mit Damping, und nicht so fest rumrutschen, machen wir ein bisschen Friction rein. Und dann können wir eine andere Mesh mit Shift A einfügen, jetzt zum Beispiel diesen Monkey zu sehen. Dann mit der Numpad 1 gehen wir zur Frontansicht und können dann mit G zu sehen in der Z-Richtung
verschieben mit Z gedrückt. Nun müssen wir schauen, dass wir hier ungefähr auf der Höhe des Bodens sind. Jetzt können wir bei Sustain auch noch eine Collision einfügen. Und jetzt wollen wir hier die gleichen Einstellungen übernehmen. Also drücken wir zuerst auf Sustain, dann mit Shift auf Plane. Dann können wir hier die rechte Maustaste drücken und Copy to Selected. Nochmal bei Friction, Copy to Selected. Und jetzt haben wir hier die gleichen Einstellungen bei Sustain und bei der Plane. Können wir bei Sustain noch Subdivision Modifier drauf machen. Und das können wir dann auch direkt einfügen und so lassen. Und mit der rechten Maustaste Shade Smooth können wir die Kanten glätten. Ja, jetzt haben wir zu sehen, polygonmäßig ein bisschen verfeinert. Ich würde nicht so viel Subdivision drauf machen, weil dann, je nachdem wie euer PC ist, es ein bisschen zu Überlastungen kommen kann, weil das Baken von Partikel-Molekularsystem braucht schon ein bisschen Kapazität. So, jetzt können wir hier einen Emitter einfügen für das Partikelsystem. Mit Shift A wählen wir hier. Ich nehme meistens einen Circle, man kann auch ein anderes Objekt nehmen. Mit G bewegen wir jetzt den Circle in der Z-Richtung. Drücken wir Z, schieben den nach oben. Und mit der Numpad Punkt zoomen wir zum Objekt, das ausgewählt ist. Und wenn wir zu Sustain zoomen wollen, können wir hier zu Sustain heranzoomen und hier zum Circle. Jetzt können wir Tab drücken zum Bearbeitungsmodus auf Edit Mode und hier können wir jetzt mit F gedrückt die Fläche ausfüllen, wo die Vertices ausgewählt sind. Man kann hier jetzt die Fläche auswählen mit Face und kann hier mit 1, 2, 3 kann man hier die Vertices, Edges und Faces auswählen. Und jetzt gehen wir mit Tab wieder zurück zum Object Mode und mit N gedrückt können wir hier diesen Circle als Emitter im Molecular Add-on aktivieren und jetzt wird automatisch, werden hier die Steps berechnet und die Frames. Ich mache jetzt hier ein bisschen mehr Frames, 500, so wird die Animation schon ein bisschen länger.
und können hier jetzt auch bald die Simulation starten. Aber vorher müssen wir noch hier ein Partikelsystem, das automatisch erstellt wurde, können wir hier, wenn wir jetzt auf Play drücken oder auf Spacebar, sehen wir hier, dass die Partikel in der Normal Richtung rausschießen. Das wollen wir nicht. Das ändern wir hier bei Velocity hier auf 0, dass die Partikel nur mit der Gravitation runterkommen. Hier bei Field Weights kann man hier die Gravitation einstellen. Hier ein bisschen weniger, kommen die ein bisschen langsamer raus. Aber die Gravitation lasse ich hier auf voll. So, jetzt will ich diesen Zirkel ein bisschen verkleinern, weil die Partikel kommen aus sehr großer, bei sehr großem Abstand heraus. Ich will das ein bisschen verringern. Ich würde das aber nicht viel zu klein machen, weil dann kann es zu Berechnungsfehlern kommen. Wenn wir hier das Molekularsystem starten. Und jetzt starten wir das mal. Und sehen, wie die Partikel kommen jetzt ein bisschen überall rausgeschossen. Aber wir wollen, dass die Partikel sich verlinken und in einer Masse runterkommen. Dafür gehen wir hier bei den Physics, wurde hier jetzt auch automatisch das Molekularsystem aktiviert. Hier können wir Link at Birth aktivieren, so dass sich die Partikel bei der Geburt auch verlinken. Und jetzt sehen wir hier schon, wie sich die Partikel verlinkt hier verhalten. Jetzt will ich das aber ein bisschen nach oben verschieben, weil ich finde, dass es ein bisschen zu wenig Abstand ist, und ich vergrößere die ganze Szene ein bisschen. So dass die Partikel, die drauf fallen, nicht zu groß sind. Im Moment sind das noch Halo-Partikel. Und man kann die Halo-Partikel dann hier als Objekt, zum Beispiel als Icosphere, einfügen. Aber das mache ich dann später, wenn das Ganze gebaked wurde.
aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Somit möchte ich das ein bisschen interessanter machen, indem wir hier die Artikelzahl etwas erhöhen auf 20.000 und hier die Physik ändern auf Fluid, um die ein bisschen flüssiger zu machen, und multipliziere Maß mit der Size, so wird das auch etwas dicker. Ich mache das hier ein bisschen schwerer mit 3. Aber dann weniger steif, noch weniger Viscosity. Sehen wir hier, dass das ein bisschen random rauskommt. Wir müssen hier Velocity ein bisschen erhöhen in der Z-Richtung mit minus 2, damit hier das nicht alles so fest gebunden wird, weil wir hier jetzt mehr Partikel haben und so viele Partikel agieren bei zu geringer Geschwindigkeit. Jetzt sehen wir hier, dass die Partikel immer noch sehr stark miteinander gelinkt sind. Das wollen wir ändern, indem wir hier bei den Physics Linkout Bird die Surge ein bisschen verringern. Da werden die Partikel in der Distanz gebunden, also verringern wir die Distanz, wo sie gebunden werden, und machen hier Broken auch ein bisschen zurück, dass die schneller gebrochen werden bei einer gewissen Distanz. Sehen wir schon, dass sich das Ganze ein bisschen flüssiger verhält. Ich will jetzt aber, dass das Ganze, nachdem das gebrochen wird, es zu einem Railing kommt, das hier zum Beispiel
nachdem es gebrochen wird. Nachdem hier die Partikel gebrochen werden, dass die sich wieder relinken, also zurück. Also dass die nicht auseinanderfallen, sondern flüssig bleiben, aber gelenkt bleiben. Da mache ich hier nur ein bisschen, ungefähr 20. Und hier roken, dass die danach gebrochen werden, mache ich ein bisschen weniger. Sieht man schon mehr, dass sich das wie so eine Creme verhält, das Ganze so richtig molekular mäßig. Dass die richtig die Partikel aneinander kleben bleiben. Schauen wir uns das mal an. Ist das immer noch ein bisschen zu steif? Ich hier das Stiffness und Damping ein bisschen runter. Ja. Broken ein bisschen runter. Linking ein bisschen runter.
kann man zum Beispiel eine Schaumanimation daraus machen. So, jetzt bin ich mit der Animation eigentlich soweit zufrieden. Jetzt kann man hier beim Emitter das noch umbenennen auf Emitter und hier beim Partikelsystem kann man jetzt dieses Objekt einfügen, also ein Icosphere.
Ihr habt aber auch die Möglichkeit, anstatt hier, weil das Problem ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt beim Emitter, beim Partikelsystem, ihr habt hier ein Partikelsystem und ihr wollt zum Beispiel ein Remesh Modifier drauf machen, das funktioniert nicht, weil hier das gebackene Partikelsystem ist und nicht das Objekt. Also könnt ihr zum Beispiel hier beim Partikelsystem das Objekt auf Halo setzen und hier diesen Icosphere als ins Partikelsystem einfügen, so dass ihr dann eine Mesh habt hier als Instanz. Nehmt ihr dann das Partikelsystem, passt die Größe an und müsst ihr einfach hier das zusammenfügen, so gut es geht. Und jetzt könnt ihr hier zum Beispiel den Emitter ausschalten und hier das als Partikelsystem übernehmen. Jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, Beispiel, ein Remesh Modifier drauf zu machen, oder ihr könnt hier auch mit der Geometry Nodes weiterarbeiten. Würde ich jetzt aber in dem Fall nicht machen, weil das Ganze hat schon sehr viel Leistung braucht. Und wir lassen es mal so beim alten System.